Moll. Was ist an Moll traurig? Naja, die Akkorde klingen halt traurig. Aber was ist daran so wichtig, das zu wissen? Ganz einfach, eigentlich ist das Urthema Dur. Das heißt, wir schreiben ja normalerweise unsere Lieder in Dur-Akkorden. Ich nehme mal die Gitarre dazu. Wir machen mal ein Beispiel. Eins der hauptgenutzten Akkordschemata ist ja C, F und G. Jetzt kann so ein Song ziemlich schnell, ziemlich langweilig werden, wenn man immer nur C, F und G nutzt. Und da kann man jetzt auf eine Moll-Paralleltonart ausweichen. Eine parallele Moll-Tonart ist der Akkord, der genau drei Halbtöne tiefer ist als der Dur-Akkord. Das wäre bei C-Dur. Drei Halbtöne tiefer. Eins, zwei, drei wäre A und dann Moll, weil Moll, parallele Moll-Tonart. So, A-Dur. Benutzt im Prinzip die gleichen Töne wie die parallele Dur-Tonart, aber ist halt ein Moll-Ton. Ein Moll-Akkord. Und das kann man sehr kreativ beim Songwriting einsetzen. Das heißt, du hast einen Song geschrieben mit C, F und G und willst jetzt nicht in C, F und G weitermachen, dann nimm doch einfach statt des Cs beim zweiten Durchlauf die parallele Molltonart. Drei Halbtöne tiefer, 1, 2, 3 ist A-Moll. Und dann nimmst du vom F auch hinter die parallele Molltonart. Das ist in dem Fall D-Moll von F. Ne? Drei Halbtöne tiefer, 1, 2, 3, Moll ist D-Moll. Und jetzt hast du schon fünf Akkorde, ohne dass du dir eigentlich im Prinzip neue Akkorde ausdenken musstest. Du nimmst die gleichen Akkorde, nur die parallele Molltonart und schon kriegt dein Song einen ganz anderen Drive. Wir spielen also das gleiche nochmal in C, F und G. Jetzt parallele Molltonart, A-Moll, D-Moll und G. Und zack, hast du fünf Akkorde zur Verfügung, obwohl du nicht viel geändert hast, sondern nur die parallele Molltonart genommen hast. Und du kannst sogar die gleiche Gesangslinie drüber singen. Die klingt dann ein bisschen spannender. Ich improvisiere mal was. Und jetzt über die Molltonarten. Sehr cool. Oder man kann zum Beispiel mit parallelen Molltonarten ganze Songs schreiben. Wenn ich zum Beispiel mit E anfange, E-Dur, und dann parallele Molltonart dazu nehme, das ist Des-Moll oder Cis-Moll, je nachdem, wenn du von oben rechnest Cis, von unten ist es Des, also. Oder 1, 2, 3 Halbtöne tiefer ist es Moll und dann. Und du kannst die gleichen Gesangslinien genau darüber singen, obwohl du die Akkorde wechselst. Also total easy, einfach drei Halbtöne tiefer ist der parallele Moll-Akkord. Oder umgekehrt, wenn du einen Moll-Akkord hast und du möchtest den parallelen Dur nehmen, geh einfach drei Halbtöne höher. Ich hoffe, das hilft dir beim Songwriting ein bisschen weiter. Du kannst damit was anfangen. Und wenn dir dieser Tipp gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Morgen sehen wir uns zu einem weiteren Kläppchen vom Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.